Wenn ich sehe, was du tust, glaube ich nicht, was du sagst. Wie ernst wir das Evangelium wirklich nehmen, wäre meines Erachtens mal eine Untersuchung wert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was mir Anliegen heute ist, ist so einen ganz speziellen Blickwinkel von praktischen Erfahrungen einzubringen, davon zu berichten und sie auch mit Ihnen zusammen zu reflektieren. Es ist nur ein Blickwinkel, nur ein Erfahrungsfeld, und zwar das Feld der Erwachsenenkatechese, konkret dort wiederum das von Glaubenskursen für Erwachsene, die aber beide sehr, sehr viel mit dem Thema missionarische Seelsorge zu tun haben. Vielleicht, auch wenn ich schon als ziemlich bekannt begrüßt wurde, möchte ich doch zunächst etwas sagen. Und Sie haben ja auf Ihrem Platz eine Gliederung meines Vortrags und auf der Rückseite etwas, wo ich zwischendurch drauf zu sprechen komme. Vielleicht zunächst etwas, wie kam ich überhaupt zu dem Thema Glaubenskurse und Glaubenswege für Erwachsene? Ich war nach meinem Studium hier und war pastoral sehr neugierig und begeistert. So aus meiner Zeit als Jugendlicher hatte ich da einfach ein großes inneren Interesse für. War ich Kaplan, unter anderem in Limburg an der Lahn. Und dort gab es für mich zwei wesentliche Erfahrungen. Die erste Erfahrung war, dass ich als junger Kaplan damals schon in einem Neubauviertel die gesamte Erstkommunion begleiten durfte. 40 Erstkommunionkinder in dem einen Jahr. Und sehr schnell wurde mir bewusst, das eigentliche Thema sind ja nicht, wie kommen die Kinder dahin, sondern wie kommen die Eltern dahin. Ich habe dann alle Eltern zu Hause besucht und habe denen vorher gesagt, ich möchte aber nur mit ihnen sprechen und nicht die Kinder als Schutzschild zwischen uns haben, dass wir also unter uns sind. Und das ging auch gut, waren auch viele gute Gespräche, aber ich merkte, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da waren viele gute Begegnungen, aber ich hätte Ihnen eigentlich etwas anbieten müssen, wie Sie jetzt parallel zu den Kindern einen Weg gehen könnten. Damals gab es da noch wenig, heute könnte man auf Familienkatechese von Kollegen Biesinger verweisen, aber damals war da noch nichts. Ich suchte irgendwo etwas, was könnten Eltern, die vielleicht durch die Erstkommunion ihrer Kinder, das sind ja nicht alle, aber einige, neu zum Fragen kommen. Das könnten auch Katecheten an die Hand bekommen, damit sie selbst sich sozusagen auf einen Glaubensprozess einlassen. So wie es die Kinder ja auch tun. Dann war eine zweite Erfahrung, die ich machen durfte. Aufgrund meiner damaligen Jugend war ich ganz schnell Dekanatsjugendseelsorger. Da war keine Wahl, man musste mich nehmen, ich war der Jüngste. Und als Dekanatsjugendseelsorger hatte ich mit dem Dekanatsjugendleiter, 22, 23 Jahre alt, ein Telefongespräch. Es war einiges zu organisieren, war Altkleidersammlung. Und er fragte mich, als wir nach 10 Minuten alles so abgesprochen hatten und abgeklärt hatten, fragte er mich, Pater Lenz, ich hätte noch eine ganz andere Frage. Wo kann ich eigentlich beten lernen? Ich atmete einmal tief durch. Gab dann schon etwas zur Antwort, aber war mit meiner eigenen Antwort gar nicht so ganz zufrieden. Irgendwie war auch da wieder die Frage, was könnte ich ihm eigentlich sagen? Ich kann ihm ja nicht sagen, fahr nach Tessé. Das ist ja nicht schlecht, aber er suchte ja hier hautnah etwas. Und wo gibt es so Räume, wo ich in einen, als Erwachsener, der ja jeden Sonntag in die Kirche ging, aber der irgendwo spürte, für mich ist was neu angefangen, der hatte ein Jahr vorher mit dem Studium in Frankfurt begonnen, wo ich als Erwachsener einen persönlichen, erwachsenengemäßen Glaubensbezug hineinwuchs. Mit diesen Fragen bin ich dann nach München gegangen, hatte ja noch mal ein Zweitstudium gemacht und habe mich so in der Freizeit für neue geistliche Gemeinschaften sehr interessiert, einfach weil es dort etwas gab, was es in der Gemeinde weniger gab. Nämlich, dass dort Erwachsene bewusst angesprochen wurden und auch in einen persönlichen Glauben hineinwuchsen. Das fand ich sehr gut. Ich sage aber auch zugleich das Aber. Was mir zugleich große Not machte, war, dass oft diese geistlichen Gemeinschaften, ob es nun charismatisch ist oder Neokatechumenat oder Cursillo, dass es oft neben der Gemeinde pastoral herlief. Also dass das oft nicht miteinander in Verbund kam und
Das war für mich eine große Frage. Ein Thema war da meines Erachtens schon allein die Glaubenskultur. Die Sprache, die gesprochen wurde, die Lieder, die gesungen wurden, waren oft ein ganzes Stück anders, als sie in der Gemeindesprache üblich waren. Ja, das waren so meine ersten Erfahrungen. Und dann kam für mich natürlich dazu, ich habe dann hier mit einem Glaubenskurs begonnen, nach einer Vorlage von einem Wilhelm Schäffer, Freiburger Priester, den ich in München auch kennenlernen durfte, kam für mich dazu, was können wir tun, dass Erwachsene ein ganz bewusstes, erwachsenes Ja zum Glauben sagen, einen persönlichen Bezug da reinwachsen, wo man als Kind sozusagen mit den Eltern geht und wo man als Erwachsener eigentlich gerufen ist, jetzt muss ich meine Entscheidung fällen. Ich mache es immer gerne an der Osternacht deutlich. Dort werden wir eingeladen, ein persönliches Ja zum Glauben zu sagen, zu Jesus Christus. Glaubst du, wie da sagst du? Aber wo werden wir hineingenommen? Wo wird uns geholfen? Wo wird uns sozusagen der Weg bereitet, dass wir das nicht nur tun, sondern auch von Herzen gern tun? Manch einer wird sagen, brauche ich keine Hilfe, aber viele andere werden sagen, ist eigentlich mir zu wenig geholfen worden in der Pastoral. Ein Erwachsener von 45 Jahren etwa sagte vor einigen Wochen mal zu mir sinngemäß, wissen Sie, die Erwachsenen, die sollen geben, aber sie bekommen nichts. Habe ich nicht verstanden. Dann hat er das ein bisschen erläutert. Ja, sagte, das ist doch das, was Sie sagen. Wir sollen geben. Man erwartet von uns, dass wir was spenden. Man erwartet von uns, dass wir als Ehrenamtliche unsere Zeit geben. Aber wir bekommen eigentlich nichts für unseren eigenen Glauben. Ja, sagte ich, da ist doch der Sonntagsgottesdienst. Das ist zu wenig. Ich brauche eigentlich, so wie die Kinder eine Hilfe brauchen, brauche ich als gestandener Mann auch zwischendurch Nahrung für mein Glaubensleben. Und das ist das, was wir hier suchen. Was sind Glaubenskurse? Glaubenskurse haben das Ziel, ein Erwachsenen, es geht jetzt um Erwachsene, gegebenenfalls ältere Jugendliche, ein Ziel, einen Erwachsenen zu helfen, vielleicht besser zu ermöglichen, dass eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus wächst. Sie haben eigentlich so einen Grundprozess der Verkündigung, der Betroffenheit. Es gibt dann die Phase des Einwands, des Ringens, der Stärkung bis hin zur Zustimmung. Nicht? Die Verkündigung spricht zunächst davon, du bist bejaht von Gott. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich am Ende eine Antwort darauf gebe und sage, ja, auf dein Ja-Wort möchte ich mit einem Ja-Wort von Herzen antworten. Das ist sozusagen der innere Grundgehalt. Wenn Sie auf dem Blatt schauen, auf der Rückseite, ist das ein bisschen auf einigen dieser Bilder dargestellt. Charakteristika existenzbezogener Glaubenskurse. Existenzbezogene Glaubenskurse sind etwas anderes als wissensvermittelnde Kurse. Die Unterscheidung geht in etwa auf Maria Wiedel zurück, die ja auch hier unter uns ist. Die wissensvermittelnden Kurse, die wollen vielleicht darüber informieren, dass Maria vom Engel angesprochen wurde, dass sie dann ihre Zweifel benannte, dass sie dann gestärkt wurde mit der Aussage, Gott selbst wird dafür sorgen und dass sie dann ihr Ja-Wort gab. Ein existenzorientierter Glaubenskurs wird sagen, du, ich möchte dir helfen, dass du in einen ähnlichen Prozess hineinkommst, wie es Maria hatte, wie es die Emmaus-Jünger hatte, wie es bei Jesaja zu finden ist oder bei Jeremia oder bei der Frau im Jakobsbrunnen oder bei wem auch immer. Ich möchte dir eigentlich helfen, zu so einem persönlichen Bezug zu finden. Ich kann diesen Bezug nicht machen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, aber empfangen hat sie vom Heiligen Geist. Aber ich kann vielleicht Räume schaffen, Themen ansprechen, in dem ein solcher Bezug leichter wächst oder der Funke sozusagen überspringt. Was sind die Hauptelemente eines solchen Kurses? Das Wort Glaubenskurs ist eigentlich leider das Übliche. Von der Sache her finde ich nicht das Günstigste. Ein Wort wie Glaubensweg, was wir so ein bisschen versuchen zu fördern, ist vielleicht ein Stück ansprechender und auch stimmiger. Was sind die Momente? Da ist das Moment der Verkündigung, da ist das Moment des Gespräches in der Gruppe, da ist das Moment der Stille und der Besinnung und da ist das Moment liturgischer Feiern.
das, was jetzt hier die Tage so gesprochen wurde, auch über das Thema Zeugnis heute Morgen, spielt bei diesen Kursen eine ganz große Rolle. Der Austausch in der Gruppe, der dann wirklich auch so ein Stück Zeugnischarakter hat, der eben ein Gespräch ist und nicht nur ein Diskutieren, ein sich auseinandersetzen mit den eigentlichen Wurzeln, wo das, was einen trägt, zur Sprache kommt. Und die dann am Ende eine Einladung sind, von Herzen Ja, ein vertrauendes Ja zu sprechen oder sich auf einen solchen Weg zu begeben. Und deshalb werden auch Schwierigkeiten wie Leid und Schuld ausdrücklich thematisiert. Das Prinzip ist, das Grundprinzip, ein Team geht einen Weg, also eine Gruppe von Personen, und lädt andere ein, an diesem Weg teilzunehmen. Das ist ja genauso, wie ich das als Kind erlebt habe. Meine Eltern gehen einen Lebensweg und haben mich eingeladen, an ihrem Lebensweg teilzunehmen. Und vieles habe ich ja kennengelernt, indem ich hineinwuchs in das Sprechen, in die Tischsitten und ähnliche Dinge meiner Eltern. Der Eindruck vieler Kursteilnehmer am Ende ist, wir haben ja öfters hier davon gesprochen, die Gottesfrage ist ein zentrales Thema. Der Eindruck vieler Kursteilnehmer am Ende eines Kurses ist, Gott ist mir näher gekommen. Also die Wirklichkeit Gottes ist für mich nicht nur eine Theorie, sondern es ist für mich lebendiger geworden. Und hier habe ich frisches Wasser bekommen und nicht etwas, was so schon längere Zeit da steht, wie man manchmal Kirche erlebt, abgestandenes Wasser. Wie neu geboren, sagen öfters auch Leute. Der Gesamtvortrag ist überschrieben mit Begeistern, Verankern und Vernetzen. Und das heißt für mich zunächst, für diese Grunderfahrung, die mich selbst berührt hat, immer wieder als Teilnehmer zunächst und später als Mitarbeiter, als Verantwortliche von Kursen. Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst nicht irgendwelches Mittel, Wissen zu vermitteln. Natürlich gehört Wissen dazu, aber das Wissen muss verpackt sein in dem Prozess der Begegnung, der Beziehung. Heute Morgen war sehr intensiv vom Dialogischen die Rede. Das Wissen muss deutlich werden, dass es einen Dialogcharakter hat, dass Gott mich anspricht und ich zu einer Antwort gerufen bin. Dass da sozusagen von daher die wesentlichen Verkündigungsinhalte kommen. Begeistern, das erlebt man bei so einem Kurs. Bei uns geht er über 8 Treffen sehr stark. Verankern. Verankern heißt für einen persönlich zunächst einmal sich verankern, wo ich merke, Gott, ich will Ja sagen. Ich möchte eine Entscheidung fällen. Ich bin nicht entscheidungslos, sondern ich möchte eine Entscheidung fällen. Vernetzen heißt, ich gehe nicht allein, sondern möchte mich wirklich mit anderen zusammen auf diesen Weg begeben. Das ist so ganz kurz das, was ich seit jetzt im Sommer werden es, oder jetzt im Mai werden es 18 Jahre, dass hier der erste Glaubenskurs stattfindet, was ich seit vielen Jahren erleben darf und was mich immer wieder sehr berührt und wo ich weiß, dass auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr davon berührt sind, was sie erleben dürfen, was in anderen sozusagen an frischem Quellwasser aufsprudelt. Ich möchte heute auf 3 Punkte vor allem Wert legen und möchte das aufhängen an dem Thema Glaubwürdigkeitskrise unserer Pastoral. Vom Ende der Volkskirche ist immer wieder die Rede. Und damit ist die Notwendigkeit gegeben, so haben wir auch gehört, neu zu evangelisieren. Aber ich denke, es ist nicht nur mein Eindruck, dass der damit verschwundene Perspektivwechsel oder Paradigmenwechsel oder wie ich ihn auch immer benennen will, vielfach noch nicht in den Herzen und damit auch noch nicht in den Tätigkeiten unserer Pastoral wirklich verwurzelt ist. Denn die Umstellung von einer volkskirchlichen Pastoral zu einer missionarischen Seelsorge, das ist meines Erachtens nicht nur eine Frage der inneren Motivation. Das, was Bischof Warnke sehr, sehr stark angesprochen hat. Das ist notwendig, das ist das Erste. Aber ich glaube, es braucht auch strukturelle Konsequenzen. Und zwar sowohl aus pastoralen Gründen, wie aus Gründen der Glaubwürdigkeit unseres kirchlichen Auftretens oder unserer kirchlichen Selbstkundgabe. Ich möchte es ein bisschen verdeutlichen an dem Satz, wenn ich sehe, was du tust, glaube ich nicht, was du sagst.
Das klingt vielleicht sehr hart. Es ist nicht böse gemeint, sondern schmerzlich. Bei Glaubwürdigkeitskrise denken natürlich von uns viele jetzt zunächst an das, was durch die Medien geht. Und das wird irgendwann, hoffe ich, auch in einer gut bearbeiteten Weise wieder in den Hintergrund treten. Aber ich glaube, es gibt eine schleichende Glaubwürdigkeitskrise, die zusammenhängt mit der Art und Weise, wie wir die Sakramente feiern und wie wir bestimmte liturgische Feiern vorbereiten oder nicht vorbereiten. Ich möchte das an ein paar Beispielen deutlich machen. Der Umgang mit der Taufe. Vor fast genau 40 Jahren wurde der Taufritus entscheidend verändert. Als ich getauft wurde als Baby, ich weiß das jetzt nur aus den Erzählungen und aus dem Religionsunterricht, da hat mich der taufende Priester gefragt: Hubert, glaubst du an Gott? Ich war damals 14 Tage alt und war nur fähig zu schreien. Ich soll die Taufe über viel geschrien haben. Also hat mein Pate geantwortet. Der hat mir seinen Mund geliehen. Und der Pate hat an meiner Stelle geantwortet: Ich glaube. Und vorher: Wieder sagst du, ich wieder sage. Dass das ein ganzes Stück künstlich war und dass da immer noch die Erwachsenentaufe aus den ersten Jahrhunderten Pate stand, habe ich später gelernt. Dann wurde 69/70 der Taufritus dahingehend geändert, dass die Eltern und gegebenenfalls die Paten gefragt wurde: Glauben Sie an Gott? Und es heißt dann: Aufgrund Ihres Bekenntnisses wird jetzt der kleine Hubert getauft. Das ist zunächst mal ein ritueller Wechsel. Aber das ist doch eigentlich auch Ausdruck eines prinzipiell anderen Perspektive. Das Kind wird ja nur getauft aufgrund des Glaubens der Eltern. Die Eltern machen in diesem Augenblick folgende Erfahrung. Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, mindestens 3/4 wissen nicht ganz genau, was sie da jetzt sagen, wenn sie sagen: Ich glaube, ich wieder sage, und was das eigentlich beinhaltet. Und eigentlich bräuchten diese Eltern das, was ganz neu, der Taufritus ist ja vor 2 Jahren noch mal etwas verändert worden, was da neu hineinkam, nämlich dass man einen bewussten zweite Phase einschiebt und sagt: Vielleicht können Sie es im Augenblick noch gar nicht sagen, aber ich möchte Sie ganz herzlich einladen, und wenn ein kleines Kind zur Welt kommt, sind Eltern für Transzendenz sehr, sehr offen. Es müsste eigentlich eingeschoben werden, eine Phase. Ich möchte Sie eigentlich einladen zu einem Prozess, wo Sie Hilfen bekommen, dass Sie entweder sagen: Ich kann es nicht mitvollziehen, oder ich möchte dazu mein Ja-Wort sagen. Halte ich für eine ganz zentrale Frage. Wir haben damit relativ wenig Erfahrungen, wie solche Prozesse aussehen müssten. Was müsste man mit den Menschen tun? Was müsste man ihnen mit auf den Weg geben? Und wir haben damit wenig Erfahrung, was es eigentlich bedeutet, dass wir da so achtlos mit umgehen. Die Erfahrung der Eltern ist ja, das klingt sehr anspruchsvoll, aber die meinen das nicht so. Und die meinen das genauso wenig so, wenn wir in 8 Jahren kommen und der kleine Hubert zur Erstkommunion geht. Wenn der kleine Hubert zur Erstkommunion geht, dann ist da ein Riesenaufwand. Das ist eigentlich das Hochereignis des kirchlichen Alltags, wenn man guckt, wie viele Kräfte da gebunden sind, wie viel Kraft wir in der Gemeinde in die Erstkommunionvorbereitung einsetzen. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass es 2 Sonntage nach dem Erstkommunionsonntag so ist, dass man wieder unter sich ist. In der Gemeinde ist es dann leiser. Die Kinder sind nicht mehr da, die zur Erstkommunion kamen, und sind genau die Kinder weiter da, die vor Beginn des Erstkommunionunterrichts auch schon da waren, weil die nämlich mit ihren Eltern kamen. Und dann ist die Frage: Ist das eigentlich stimmig? Lügt da der Körper nicht? In dem Sinn, dass wir sagen, das ist uns ein ganz wichtiges Fest, aber es hat eigentlich relativ wenig Resonanz. Es ist für viele ein Event. Eine Frage. Und die Kinder erleben es nochmal in der Firmung. Und da ist ja noch ein Stück drastischer. In der Zeit vor der Erstkommunion, da ist ja doch in vielen Gemeinden so, dass ein relativ größerer Teil am Sonntag auch mit in die Kirche geht. Wenn es gut ist, von Eltern abgeliefert, die dann wieder nach dem Gottesdienst das Kind abholen.
Was da an den Kindern an Spannung aufgebaut wird, will ich nicht weiter ausmalen. Bei der Firmung ist es so, ich habe schon manchmal auf Aushilfen bekannt gegeben, dass am nächsten Samstag Firmung ist und habe gleichzeitig mich gefragt, wer wird hier wohl gefirmt? Ich habe es mir nicht getraut, die Gemeinde zu fragen, weil weiß nicht, was an Antworten gekommen wird. Dass das eine Not ist, dass da sich keiner darüber freut, das weiß ich auch, damit wir uns nicht missverstehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dürfen nichts gefirmt werden, dürfen nicht zur Erstkommunion gehen. Aber man hat den Eindruck, oh ja, ist halt so, gewöhnt man sich dran. Bei der Firmung wird das Taufbekenntnis erneuert oder bekräftigt. Es gibt aber in den Firmvorbereitungen größtenteils keine ausdrückliche Vorbereitung darauf. Firmung ist aber eigentlich die Besiegelung der Taufe. Eine Spannung, die meines Erachtens von der Katechese irgendwo eingeholt werden müsste. Und die Osternacht. Ich habe es eben schon gesagt, in der Osternacht sind wir eingeladen, unser Taufbekenntnis zu bekräftigen. Sinngemäß sagt man als Priester, wir haben uns jetzt die 40 Tage darauf vorbereitet. Dann denke ich immer, wann, wo, wie. In den 40 Tagen uns auf die Erneuerung unserer Taufbeziehung, das, was da an Christusbeziehung in uns eingestiftet wurde, darauf, das zu erneuern. Bekräftigen ist ja nur das Credo, aber erneuern diese Beziehung. Aber wir haben relativ wenig Hilfen dafür. Wenn ich sehe, was du tust, glaube ich nicht, was du sagst. Klingt sehr hart, ist nicht bös gemeint. Der Eindruck, den man von uns hat, ist, meinen die das wirklich so ernst, dass ihnen das so wichtig ist? Für mich hat das noch eine ganz persönliche Seite, nicht für mein Leben, aber für uns als Priester oder Diakone, soweit man Elus ist. Die Kirche sagt, das Evangelium ist so wichtig, dass wir von dir erwarten, dass du dich mit Haut und Haar, mit deinem ganzen Gemüt und deiner Lebenskraft da hineinbegibst. Und ich habe das gerne getan und tue es auch heute gerne, das wird sich missverstehen. Aber wie ernst wir das Evangelium wirklich nehmen bei diesen Handlungen, wo wir als Kirche nach außen gehen und was das für einen Priester bedeutet, wäre meines Erachtens mal eine Untersuchung wert. Wie weit nicht da die Ernsthaftigkeit des Evangeliums in der Verkündigung und die Ernsthaftigkeit des ehelosen Lebens sich gegenseitig bedingen. Ob da nicht Zusammenhänge bestehen, die nicht selten manche Not beinhalten. Mit viel Aufwand wurde bei der Schwangerschaftskonfliktberatung von Rom gefordert, bei uns in Deutschland durchgeführt, dass die Klarheit des Zeugnisses nicht getrübt wird. Das war die Begründung, dass wir uns aus der Schwangerschaftskonfliktberatung mit dem Ausstellen des Scheines zurückziehen. Das kann man auch nicht gegeneinander abwägen und miteinander in Widerspruch bringen. Aber ich glaube, wir müssen auch überlegen, was tun wir, um die Eindeutigkeit unseres Glaubenszeugnisses deutlicher werden zu lassen im Umgang mit den Sakramenten. Wir spüren, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage unserer inneren Gesinnung. Ich glaube, das sind auch Dinge, die in die Struktur hineingehen. Und deshalb möchte ich drei Bereiche benennen, wo die Struktur meines Erachtens davon betroffen ist. Drei Umstellungen oder strukturelle Schwerpunktverlagerungen, die meines Erachtens wesentlich und unverzichtbar zur missionarischen Pastoral gehören. Denn die Umstrukturierungen, die wir jetzt haben, in allen Bistümern mit unterschiedlichen Namensgebungen, dass Gemeinden in irgendeiner Weise miteinander vernetzt, zusammengelegt oder wie auch immer werden. Diese Umstrukturierungen, die fordern ja heraus, dass es nicht nur eine äußere Umstrukturierung ist, sondern dass da auch ein Perspektivwechsel mit verbunden ist. Es kann ja nicht einfach sein, dass man sagt, wir haben jetzt weniger Leute, die in die Kirche kommen, wir haben weniger Ressourcen, personell und finanziell, also müssen wir unter denselben Bedingungen, mit denselben Erwartungen der Leute, die ganz volkskirchlich noch sind. Warum kommt der Pfarrer nicht zum 70. Geburtstag? Aber der kann ja nicht zu dreimal so vielen Leuten kommen wie vor 10 Jahren.
dass unter denselben Bedingungen einfach mit weniger dasselbe leisten, darunter kann man schlicht und einfach nur zerbrechen. Das heißt, diese Strukturveränderungen, die sind ja auch gedacht, zumindest wird es gesagt, dass es Ausdruck auch für einen Perspektivwechsel in der Pastoral ist. Aber ich glaube, da sind noch manche Arbeiten zu leisten oder manche Tätigkeiten zu verändern. Wenn ich davon Schwerpunkten oder drei Prioritäten benenne, dann geht es nicht um irgendwelche Tricks oder Methoden oder Techniken, sondern dafür, dass bestimmte strukturelle Prioritäten nötig sind, damit wir das Thema missionarische Seelsorge nicht nur in Predigten und Ermahnungen, sondern auch in der Lebenspraxis etwas mehr Wirklichkeit werden lassen. Priorität 1, Erwachsenenkatechese, muss ich ja sagen, gehört ja zu meinem Geschäft. Warum? In amtlichen Texten wird sie seit 1997 im Direktorium für Katechese ganz deutlich, ja, gefordert kann man nicht sagen, beschrieben als die Priorität aller Katechese. Und unsere deutschen Bischöfe haben 2004 im Katechese in veränderter Zeit in dem Schreiben das auf Deutschland hin nochmal umgebrochen. Vielfach an diesen Stellen genau zitiert die Texte aus Rom. Erwachsenenkatechese ist gefordert als Priorität. Das heißt, Priorität hat nicht die Einführung der Kinder, sondern Priorität hat das, ja, die Katechese an Erwachsenen, das Unterrichten, das Wort passt nicht und die Einführung passt auch nicht, aber das Begleiten von Erwachsenen auf ihrem Weg zu einem erwachsenen Glauben. Warum? Warum hat die Erwachsenenkatechese innerhalb der Katechese die Priorität? Weil in der Vergangenheit war auch die Rede von die Tage, weil in der Vergangenheit viele äußere Stützen einen automatisch hineinführten. Und diese äußeren Stützen sind weggefallen. Und heute heißt Erwachsensein viel stärker als früher. Ich fälle jetzt eigene Entscheidungen. Ich mache das nicht automatisch, so wie ich groß geworden bin. Ich überlege ganz neu, nicht einfach, wie es die Eltern gemacht haben, sondern überlege ganz neu. Wenn wir jetzt zusammenziehen, beten wir, wie sieht das aus? Wollen wir ein Kind haben? Wollen wir keins haben? Das war vor 50 Jahren lange nicht so permanent eine Entscheidung nach der anderen. Da wuchs man automatisch rein. Erwachsenenkatechese ist, welchen Platz soll Gott jetzt eigentlich künftig in deinem Leben einnehmen, wenn du Erwachsener bist? Geworden bist oder vielleicht vor 20 Jahren geworden bist und heute für dich diese Frage aufkommt. Vor ein paar Wochen sagte ein sehr gut meinender Pfarrer, der das Anliegen auf dem Herzen trägt, das ist für uns Kür. Und die Pflicht ist zu viel. Wir haben eigentlich bei uns im Team noch eine Stelle frei. Wir würden gerne mehr an der Kür tun, aber wir schaffen es nicht. Stimmt das? Wenn Erwachsenenkatechese die Priorität hat, weil ja Kinder von den Erwachsenen her das Evangelium bekommen und nicht umgekehrt. Ich selbst habe hier vor 40 oder 35 Jahren an der Hochschule gelernt, wir müssen an die Kinder ran, weil wir über die Kinder an die Eltern kommen. Aber das ist nach 30 Jahren hat sich gezeigt, das ist nicht der Weg. Die Kinder können die Eltern mal so ein bisschen in Unruhe bringen, aber sie können ihnen nicht den Glauben verkünden oder mit ihnen den Glauben ins Gespräch bringen. Wenn Erwachsene das Evangelium wirklich als Erwachsene mit voller Freiheit annehmen und aufnehmen soll, dann muss das die Priorität haben. Das Beispiel Jesu zeigt es. Es gibt von Jesus keine Kinderpredigt. Es gibt von Jesus, lasse die Kinder zu mir kommen. Aber es gibt keine ausgesprochene Predigt für Kinder. Und Sie finden im ganzen Alten Testament nur eine Katechese für Kinder, nämlich die Katechese bei dem Passiafest, wo das Kind fragt und dann nicht der Levit oder der Priester, sondern der Hausvater antwortet, was, wenn das Kind fragt, was geht hier ab in unserer modernen Sprache, und der Hausvater dann erklärt, was die Liturgie, die Hausliturgie, die Feier des Passiafestes soll. Das heißt, Kinder haben eigentlich sind in der Bibel, im Alten Testament heißt es, ist öfters ausdrücklich genannt, verwiesen auf das Zeugnis und auf die Einweisung der Eltern.
Und die Erstadressaten der Verkündigung Jesu, das merkt man ja nun an Schritt und Tritt. Und wenn man Kindergottesdienste vorbereitet, steht man ja öfters an der Stelle, wie bringe ich das jetzt rüber? Soll man den Text ändern? Da tut man sich Gott sei Dank mit dem Bibelwort ein bisschen schwer. Das Evangelium passt nicht, das passt doch manches nicht für Kinder. Aber man merkt halt, das ist eigentlich Erwachsenenkatechese, nicht Kinderkatechese. Ein Bischof aus Afrika hat vor ein paar Jahren, als er in Limburg zu Besuch war, das einmal auf eine ganz schöne Weise gesagt. Er sagte, bei uns in Afrika hat sich in den letzten 10 Jahren einiges verändert. Früher haben wir es gemacht, so wie ihr in Deutschland. Von euch haben wir das ja gelernt. Wir haben die Kinder unterrichtet und die Erwachsenen gesegnet. Gesegnet nämlich am Ende der Messe. Heute machen wir es, wie es Jesus in der Bibel gemacht hat. Wir segnen die Kinder und wir lehren die Erwachsenen. Und seitdem hat sich bei uns viel in der Gemeindepastoral geändert. Das ist jetzt ein schöner Slogan, aber insgesamt denke ich, sind wir da gegenüber manchen Ländern in dem, was wir Dritte Welt nennen, sehr lernbedürftig. Also Erwachsenenkatechese ist für uns größtenteils relativ unbekannt. Neuland. Und die Betonung der Erwachsenenkatechese macht so manche Not. Zunächst mal wird vielleicht gesagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass ich als Kind so reingewachsen bin in den Glauben, in das Zeugnis meiner Eltern. Und jeder meiner Geschwister würde das genauso sagen, ich bin heilfroh. Jetzt sage ich aber das Aber. Was sage ich jemand, der nicht so reingewachsen ist? Hat er es verpasst und keine Chance mehr? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das kann ja nicht sein. Und was ist mit Menschen, die eine Kirchenpause eingelegt haben, so zwischen 16 und 30 oder 35, als das erste Kind zur Erstkommunion kam? Da beginnt ja manchmal so eine Rückkehr. Dieser Satz, den kann ich ja nicht so nehmen, dass da alles über die Kinderzeit kommen muss. Und die Frage ist, wie sind die Prioritäten? Und die Prioritäten müssen, glaube ich, sein, Erwachsene und von Erwachsenen an die Kinder und nicht umgekehrt. Die Nöte, die dann kommen, sind aber noch tiefer. Die Einwände, die kommen. Wenn ich das so in Gemeinden vorstelle, wenn ich es im Kreis von Hauptamtlichen vorstelle, was soll ich noch alles tun? Kann ich gar nichts drauf antworten. Sage ich dann höchstens, vielleicht gibt es Dinge, die sie nicht mehr tun sollten. Ich komme da gleich mal drauf zu sprechen. Kennen wir nicht, schaffen wir nicht. Wir sind ja von unserem ganzen Stil eher nicht gewohnt, mit Erwachsenen, die einen anderen Dialogstil benötigen, Dialog heute Vormittag, wir sind ja eher nicht gewohnt, von unserer gesamten Ausbildung mit Erwachsenen in dieser Form zu arbeiten, zu sprechen. Die eigene Rolle wird ein Stück in Frage gestellt. Als Pfarrgemeinderatsmitglied, als Hauptamtlicher, das verunsichert ein Stück. Aber in seinem Jesusbuch hat Papst Benedikt, finde ich, ganz kurz und treffend auf die Frage, was hat Jesus gebracht, geantwortet, er hat Gott gebracht. 4 Worte. Und ich glaube, dass unsere Pastoral nicht dahinter zurückgehen darf. Die Frage, nicht, bringen wir genügend Gott? Albert Biesinger hat ja das Buch geschrieben, Kinder nicht um Gott betrügen. Dieses Buch ist ja gerichtet an Erwachsene. Das ist also kein Kinderbuch. Erwachsene denkt daran, die Kinder nicht um Gott zu betrügen. Und wir müssten ja einen Schritt weitergehen und dann überlegen, und braucht ihr selbst nicht etwas, dass man nicht sagen muss, ich will Erwachsene nicht um Gott betrügen. Das ist Voraussetzung, wenn man die Kinder nicht um Gott betrügen will. Der Menschen wegen, denn es ist immer noch Interesse an der Frage nach Gott. Die Umfragen sagen ja so innerhalb des um die Gottesdienstgemeinde herum gibt es so 10%, die ansprechbar sind. Natürlich ist ein großer Teil, der nicht ist, aber da ist ja erstmal ein Teil, der durchaus suchend und offen ist. Der Weitergabe des Glaubens wegen, denn das kann nicht auf der Kinderebene verbleiben. Das, denke ich, spürt jeder und merkt jeder. Und der Möglichkeit, dass Erwachsene wieder neu einsteigen. Mit den ganzen Fragen, die sich stellen, wenn ein 40- oder 50-Jähriger nach der zweiten oder dritten gescheiterten Beziehung oder Ehe kommt und zum Glauben kommt, innerlich das erste Mal innerlich zum Glauben kommt,
wie gehen wir als Kirche damit um? Das ist ja was anderes, als wenn jemand auf einem Glaubensweg schon ist und in der Ehe es auseinandergeht. Das sind sehr, für mich sehr wichtige und existenzielle Fragen, mit der ich jedes Jahr ein paar Mal beschäftigt bin. Erwachsene nicht um Gott betrügen. Was bedeutet das für den Dreischritt begeistern, verankern, vernetzen? Ich glaube, dass es oft wichtig ist, zunächst einmal für das Thema Erwachsenenkatechese Verantwortliche in den Gemeinden und Meinungsmacher in den Gemeinden, die können im Pfarrgemeinderat sein, manchmal gibt es Meinungsmacher auch noch da draußen, außerhalb der offiziellen Strukturen, dafür zu begeistern. Erste Erfahrungen machen zu lassen. Ich mache das manchmal damit, dass ich sage, machen wir doch mal so ein Gespräch darüber, was ist dir am Glauben wichtig? 10, 12 Minuten. Und letzten Montag waren wir damit, letzte Woche Montag, mit einer Reihe Priestern zusammen. Frau Schmidt, die sitzt gerade da hinten, war da mit. Und dann haben die nach einiger Zeit gesagt, als ich dann beendete, ach, wir hätten gern noch weitergesprochen. Sag ich, genau das wollte ich von Ihnen hören. Ich bin froh, wenn Sie jetzt böse über mich sind, dass ich das Gespräch beendet habe, denn ich möchte Ihnen nur Geschmack machen und Ihnen sagen, es gibt noch mehr davon im Keller. Es gibt noch mehr, wo wir über den Glauben sprechen können. Ich möchte Sie einladen, das fortzusetzen und nicht da stehen zu bleiben. Also Menschen dafür begeistern. So wie Exupéry sagt, nicht, ich will den Leuten nicht lernen, wie man ein Schiff baut, sondern die Sehnsucht nach dem weiten Meer geben. Ich glaube, wir müssen dann die Erwachsenenkatechese in der Pastoral verankern. Das kann nicht abhängig sein davon, ob der Pfarrer jetzt will oder nicht, ob der Pfarrer dafür ein Faible hat oder nicht ein Faible hat. Sondern pastoral verankern meine ich, so wie es selbstverständlich einen Kirchenchor gibt oder fast selbstverständlich, wie es selbstverständlich eine Erstkommunion gibt, glaube ich, wie selbstverständlich eine Osterfeier gibt, brauche ich auch genauso selbstverständlich den Weg zu sagen, es gibt bei uns ganz selbstverständlich Glaubenswege für Erwachsene. Die gehören jedes Jahr oder alle 2 Jahre in das Grundangebot der Pastoral. Das kann man da verankern. Ich weiß, dass es in 2, 3 Bistümern auf jeden Fall auch schon in den Visitationsberichten verankert ist. Also wenn der Bischof vorher dem Bistum einen Bogen schickt, oder die bischöfliche Behörde, worüber er sprechen möchte bei der Visitation, dass das eben mit zu den Fragen gehört, aber es ist oft noch Neuland. Und vernetzen heißt Erwachsenenkatechese und Gemeindepastoral. Was sonst in der Gemeinde läuft, gehört irgendwie zusammen. Die Auskunftsfähigkeit, die Dialogfähigkeit und das Gespür dafür, dass wir alle zur Jüngerschaft gerufen sind, das ist ja nicht nur eine Frage von ein paar Leuten, sondern ist ja eine Frage des Grundniveaus oder des Mindestanforderungsprofils einer Gemeinde. Wenn Menschen im Katechumenat wesentlich solche Anforderungen haben, dass sie dazu Ja sagen, dann kann es ja nicht so sein, dass wenn die aus dem Katechumenat rauskommen, in der Gemeinde feststellen, das ist hier fremd und kommt sonst nicht vor. Also wie gehört das mit den anderen pastoralen Feldern der Gemeinde zusammen? Vernetzen. Was brauchen wir an niederschwelligen Angeboten, die überhaupt erstmal dahin führen? Und wo sind die anderen Tätigkeiten irgendwo damit vernetzt? Priorität 2, katechumenale Glaubenswege und katechumenale Glaubenszellen. Die amtlichen Texte sagen, die Erwachsenenkatechese soll sich am Katechumenat, das heißt an einem Vorbereitungsweg von ungetauften Erwachsenen hin auf die Taufe orientieren und sich davon inspirieren lassen. Das nicht das einfach nachmachen, aber sich davon inspirieren lassen. Und hier auf der Tagung wurde ja schon die Aussage von Johannes Paul II. Zitiert, dass viele, obwohl getauft, sie sich noch im Zustand von Katechumenen befinden. Wenn das so ist, dann brauchen wir auch eine Erwachsenenkatechese, die sich vor allem am Katechumenat orientiert. Wenn jemand von Ihnen ein zusammenstellen soll, was Menschen, die auf dem Weg zur Taufe sind, so mitgegeben wird, was würden Sie dann dafür Grundelemente nennen? Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Sie mal einladen, sich mal zusammenzusetzen zu dritt und zu überlegen, was gehört auf jeden Fall zu einem Hineinführen ins Christentum mit dazu. Was möchte ich den Menschen mitgeben? Im Umgang mit der Schrift, mit dem Beten, mit dem Gottesdienst, verzeihen lernen, dienen lernen,
könnte man auch manches andere. Aber so Grunddinge. Und diese Grunddinge sind ja eigentlich das, was auch jemand braucht, der als Erwachsener ein Ja zum Glauben sagen wird. Wir sagen vielleicht manchmal, das ist so primitiv, das wissen Sie doch schon, das wissen Sie nicht. Glauben Sie mir, wenn wir bei uns in der Rahmen eines Glaubenskurses die Eucharistiefeier erklären, dann ist nachher, nachdem wir es dann gefeiert haben, das war jetzt mal gut, das war mir ja vieles unbekannt. Und nicht wenige Hauptamtliche sagen mir, dieses und jenes war mir auch noch nie so vertraut oder nie so bekannt oder so bewusst. Ich glaube, wir sollten den Mut haben, das ABC des Glaubens, wie Sie, Kardinal Kasper, ja vor vielen Jahren schon immer wieder so genagt haben, das ABC des Glaubens selbst zu lernen und zu lernen, wie wir es mit anderen teilen können. Also wie wir es anderen vermitteln können. Aber Merkmale von katechumenalen Glaubenswegen oder existenzbezogenen Glaubenskursen sind, dass wirklich versucht wird, Menschen zu einer Beziehung, zu einer persönlichen Beziehung einzuladen, so wie es einfach zu den biblischen großen Glaubensgestalten gehört, in eine Du-Beziehung hineinzufinden. Und das ist etwas anderes. Ich kann als Kind hineinwachsen in eine Glaubenskultur. Und ich kann als Kind auch auf kindliche Weise zu Gott sagen, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich, tot und lebendig. Ich habe das mit den älteren Leuten in unserer Gemeinde immer gebetet. In der Andacht war irgendwie so üblich. Zu Hause haben wir diese Form nicht gehabt. Wenn ich als Erwachsener, ich konkret, als ich 32 Jahre alt war und der Arzt mir sagte, Sie haben Krebs, wenn ich als Erwachsener dann sage, Gott, ich traue dir und ich lege mein Leben in deine Hand und ich weiß, dass ich das damals gebetet habe, mit etwas anderen Worten, aber genau das, wie Jesus dir lebe ich, Jesus dir sterbe ich, nur andere Formulierung, dann ist das was anderes, als wie ich das als Kind mitgebetet habe. Ich wusste als Kind nicht, was das alles heißt. Aber als das plötzlich auf mich zukam, die Nachricht, und ich merkte, was ist jetzt da, und der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, dann ist, ja, der alte Schatz in mir lebendig geworden, aber es ist auch eine andere Beziehung da gewachsen. Und ich kenne eigentlich kein Leben eines Erwachsenen, wo nicht irgendwo von etwas, was man so gelernt hat, es durchbrach zu einer persönlichen Beziehung. Und das ist oft an so Schnittpunkten des Lebens, wo man ganz neu herausgefordert wurde. Wo es nicht einfach automatisch ein Mitbeten ist, sondern plötzlich ein sich persönlich zu eigen machen. Mystagogie viel öfters als Wort. Mystagogie könnte man übersetzen, Geleit ins Geheimnis, Geleit in eine Du-Beziehung. Ich erlebe immer wieder, dass bei solchen katechumenalen Glaubenswegen die Personen bereichert werden, da wirklich frisches Wasser erleben, wie frisch das Wasser der Taufe sein kann, auch wenn man schon Jahrzehnte zurückliegt, die Taufe, und dass Mitarbeiter davon beschenkt werden, weil Mitarbeiter merken, boah, das Zeugnis von denen, das erinnert mich da, wo ich selbst so bei mir das Sprudelnde mal richtig intensiv erlebt habe. Dazu gehört auch, dass wir Glaubensgruppen brauchen. Nach einem 8-wöchigen Glaubenskurs ist man interessiert auch für einen Weg, aber ist man nicht fertig. Wer ist von uns schon fertig? Und wir brauchen praktisch so ein Stück auch Schutzraum, wo ich hineinwachse in Sprechen über den Glauben, in Austausch von Erfahrungen und in Zurüsten davon, später selbst Zeuge zu werden. Katechumenen oder katechumenatsähnliche Glaubenswege berühren einen oft in ihrem Eifer und ihrer Ergriffenheit. Und sie zeigen uns, welche Schätze eigentlich im Glauben liegen. Ich habe das schon manches Mal mit Priestern erlebt, dass die sagen, hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas nochmal erlebe. Wie lebendig da etwas rüberkommt. Und ich glaube, ich für mich erlebe das sehr stark als Stärkung auf meinem Weg. Wieder begeistern, vernetzen, begeistern, verankern, vernetzen. Begeistern, dass es so etwas gibt, dass auch Glaube heute lebendig sein kann. Das erlebt man sehr stark in geistlichen Bewegungen ja auch.
verankern in der Struktur. Das heißt, verankern, dass auch Menschen, die eine Zeit lang jetzt wirklich wie so eine Ordensgemeinschaft ein Noviziat hat, die einen Schutzraum braucht und wo ich nicht gleich frage, und wann setzt ihr das jetzt um? Das ist das Tödlichste, was es gibt. Ja, wenn jemand so frisch zum Glauben gekommen ist, dass er sofort verzweckt wird, wo muss er das jetzt umsetzen? Und die vernetzen in der Gesamtpastoral. Das heißt, kann ich so die verschiedensten pastoralen Felder einer Gemeinde oder einer neuen Seelsorgeeinheit damit in Beziehung bringen. Eine dritte Priorität, also Erwachsenenkatechese, katechumenale Glaubenswege, für mich ist eine dritte Priorität die Förderung von Zeugen und Multiplikatoren. Wir können nicht alles tun, aber ich glaube, wir sollten im Blick haben, dass es ganz wichtig ist, es geht nicht darum, Enthusiasten zu erzeugen, aber wenn Menschen, die mitten im Leben stehen, von Gott begeistert sind, selbstbewusst überzeugt, glaubwürdige Zeugen sind oder werden, dann sind sie es, die dieses neue Leben im Alltag gegenwärtig werden lassen und weniger die von Amts wegen das so sagen müssen. Ich fand ganz toll diesen Vergleich vorgestern, Ritter und Knappe. Nicht? Die Aufgabe des Hauptamtlichen ist die des Knappen, der dem Ritter das gibt, was er für sein Leben und seinen Kampf, das ist ja auch manchmal ein Ringen, das ist ja viel schwerer für manch einen, wenn der im Alltag, wo im Betrieb arbeitet, oder für den 14-jährigen Jungen, der in Frankfurt in der Schule verlacht wird, weil er am Sonntag in die Kirche geht. Der hat es doch schwerer als ich. Ich bin hier von solchen Anfeindungen relativ geschützt. Also die Förderung von Zeugen und Multiplikatoren. Menschen helfen, dass sie über ihren Glauben sprechen. Da ist ja heute Vormittag im Vortrag ganz, ganz viel zu gesagt worden. In Greifswald, in der evangelischen Kirche, gibt es da ein sehr qualifiziertes theologisches Institut zur ganzen Thematik missionarische Seelsorge. Greifswald, ziemlich im Osten oder Nordosten, ist eine Untersuchung gemacht worden über längere Zeit, wie kommen Menschen zum Glauben. Und das ist, ich glaube, Bischof Koch hat es auch schon so wiedergegeben gehabt, das ist nicht, ich mache eine Gotteserfahrung und suche mir dann eine Gemeinde oder suche mir Mitglaubende, sondern ich habe Menschen gefunden, die glauben und suche nach einiger Zeit das, was die bewegt. So wie Bischof Warnke ja diesen Satz immer wieder mal gesagt hat, was ist missionarische Seelsorge? Ich kenne jemanden, der mir sehr wichtig ist und ich würde mich freuen, wenn ich dich mit ihm bekannt machen könnte. Ich kenne jemanden, der ist mir sehr wichtig, Jesus Christus, und ich würde dich gern mit ihm bekannt machen. Das ist ein Angebot, muss der andere nicht übernehmen. Wenn das Zeugnis diese Bedeutung hat, dann ist das natürlich für das Selbstverständnis sowohl der Gläubigen, die Laien genannt werden, wie derer, die als Hauptamtliche, sei es Priester, als Gemeinde- oder Pastoralreferenten sind, das Selbstverständnis ein Stück weit herausgefordert. Das wird schon durch die Erwachsenenkatechese herausgefordert und dann nochmal durch die Kategorie des Zeugnisses. Paul der VI. Hat in Evangelii Nuntiandi, das ja auch schon genannt wurde, gesagt, was Menschen heute suchen, sind Zeugen und nicht Gelehrte. Und wenn sie Gelehrte suchen, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Was heißt das für unsere Ausbildung? Was heißt das für die Ausbildung der Hauptamtlichen? Was heißt das für die Ausbildung von Ehrenamtlichen? Und was heißt das für das Selbstverständnis von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen? Sechstens, mögliche Schritte. Ich möchte einfach am Ende noch ein paar kurze Felder aufreißen oder auftun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieser Satz von der französischen Bischöfen, proposer la foi, also den Glaube anbieten, das, was heute Morgen auch gesagt wurde, ich möchte das anbieten, absichtslos, das heißt, ich will den anderen nicht was überstülpen oder vereinnahmen, aber ich sollte es anbieten, selbstbewusst, nicht defensiv, sondern wissend, ich habe da einen Schatz, ich habe da eine Wasserquelle. Ich kann dir frisches Wasser anbieten. Nicht? Die Frage kommt in unseren
Gemeinden, in unseren Gemeinschaften, dort, wo wir leben, genug zum Ausdruck, wer wir sind oder nur, was wir tun. Vor vielen Jahren war ich verantwortlich in unserer Gemeinschaft für Berufungspastoral und dann kam so um die 40 ein Herr hierher aus dem Westerwald, wollte sich erkundigen und dann sagte ich ihm, weil ich ziemlich bald spürte, was das so ist oder nicht ist, sagte ich ihm, also was uns zentral ist, ist eigentlich unser gemeinsamer Glaube an Gott. Ich dachte, ich könnte hier irgendwelche Arbeiten verrichten. Der war Akademiker, aber suchte irgendwie eine Überlebensnische. Dann gucke ich in einem anderen Kloster. Dann sage ich, da werden Sie dasselbe finden. Was uns verbindet, ist der Glaube an Gott. Und er sagte, ich habe damit meine Not. Wir haben uns dann nach einer Dreiviertelstunde verabschiedet und er schrieb mir ein Kärtchen zurück, wissen Sie, über Gott habe ich noch nie so gesprochen wie die 20 Minuten mit Ihnen. Merken andere nicht nur, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Konkrete Felder, wo ich mir vorstellen kann, das breite Feld Erwachsenenkatechese könnte da ein Stück gefördert werden. Das ganze Thema Zusammenwachsen von Gemeinden. Gemeinden sind ja nicht einfach zusammenzulegen. Das sind ja Vertrauensbeziehungen. Da ist ja nicht nur, dass die Leute zu faul sind, in einen anderen Ort zu gehen, da sind ja auch andere Erfahrungen mit verknüpft. Wie kann ich dafür sorgen, dass nicht nur eine Struktur verändert wird, dass jetzt da und da ein Gottesdienst stattfindet, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass auch der Boden, auf dem erst der gemeinsame Gottesdienst wachsen kann, nämlich die Erfahrung, wir gehören glaubensmäßig zusammen, dass da dort etwas geschieht. Kann man Exerzitien im Alltag oder von uns das Projekt Glaubensweg unterwegs nach Emmaus mit einem Prozess des Zusammenwachsens, der ja doch mehr sein muss als eine organisatorische Klärung, wo wohnt der Pfarrer und wo sind die Gottesdienste und wo sind sie nicht mehr, kann man das miteinander ist das nicht entsetzlich, wenn es nicht miteinander geschieht? Erstkommunionvorbereitung. Nicht selten sagen Leute, ja, das, was Sie jetzt da machen, Glaubenskurs, das wäre was bei uns für die Eltern der Erstkommunionkinder. Da fehlt was. Sag ich, nee, bitte auf keinen Fall. Für die Katecheten. Aber nicht für die Eltern pflichtmäßig. Das haut nicht hin. Da sind einige vielleicht dabei, aber nicht, sie können das nicht pflichtmäßig verordnen. Aber die Katecheten, die haben vielleicht Interesse daran. Oder ich würde es ja sogar so machen, wenn ich verantwortlich wäre, ich würde die Erstkommunionvorbereitung beginnen mit einer Vorbereitung der Katecheten von 2 bis 3 Monaten und dann erst die der Kinder folgen lassen. Und zu dieser Katechetenvorbereitung auch ganz bewusst interessierte Eltern einladen, aber nicht zwangsweise. Aber mit den Katecheten, wenn die gut vorbereitet sind, wenn die selbst einen Prozess mitgemacht haben, haben sie potenzielle Zeugen. Da verändert sich was. Und wenn die Erstkommunionvorbereitung für die Kinder kürzer dauert, verspreche ich Ihnen, der Ertrag ist der gleiche. Das können Sie einige Wochen danach sehen. Das wird den Kindern nicht schaden und manche Familien freuen. Also wir müssen ja gucken, es kann ja nicht alles noch was draufgesattelt werden. Wo kann ich was kürzer machen? Wir haben bei uns vor Jahren gemerkt, wenn wir Glaubenskurse anbieten, ist oft die Not, dass dann eine Gruppe entsteht, aber dass es zu wenig mit der Gesamtgemeinde vernetzt ist. Und haben zweitens gemerkt, dass die Vorbereitung eines Glaubenskurses manchmal in der Startphase, die ist sehr gut und wichtig, aber vielleicht so ein Jahr braucht, wenn die Gruppe nicht sehr stark unterstützt wird. Wie kann man das erleichtern? Und haben daraufhin den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus, Sie haben Prospekt auch dort in der Hand, haben den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus entwickelt mit dem Ziel, da brauchen wir nur 2-mal die Woche zu Hause etwas lesen, bei unserem Glaubenskurs ist es jeden Tag und es ist leichter umsetzbar. Und es ist verbunden mit dem Sonntagsgottesdienst in der Fastenzeit, weil der jedes Jahr das Lesejahr annehmen kann. Das heißt, eine Möglichkeit in der Fastenzeit, die ganze Gemeinde auf einen Glaubensweg mitzunehmen. Die Leute können zu Hause was lesen. Wer will, kommt noch zu Gesprächsrunden. Ich denke, was ferner wichtig ist, ist, dass das, was wir jetzt hier ganz kurz angedacht haben, eigentlich viel stärker in den Bereich der Information und Motivation einer Gemeinde reingehört. Wir haben uns auf der Homepage so 6 Predigtvorlagen, wie man das Thema überhaupt mal in der Gemeinde reinbringen kann. Und in absehbarer Zeit wird auch mal eine Predigtserie zu dem Thema
entstehen. Ich muss das ins Gespräch und ins Bewusstsein bringen. Denn unser Bewusstsein ist ja manchmal oder ein ganzes Stück noch bei Hauptamtlichen, eigentlich in der Erwartungsstruktur des Volkskirchlichen. Die Erwartung der anderen, die nimmt mich ganz schön gefangen. Und unser Bewusstsein ist bei den Gläubigen ziemlich stark. Es müsste eigentlich so und so sein. Und da werden Dinge mit verbunden, die eigentlich bremsen bei einem Aufbruch in Richtung missionarischer Seelsorge. Wir selbst haben auch da bei uns verschiedene Angebote und Seminare. Und ich möchte enden mit einem Vergleich, der uns vor Jahren gekommen ist. Wie geschieht missionarische Seelsorge? Da ist uns das Prinzip Sauerteig gekommen. Und bei dem Prinzip Sauerteig, dann gibt es so einige derer, die mehr im Haushalt tätig sind, die denken da an den Hermann. Hermann war vor einer Reihe von Jahren so eine Modeerscheinung. Da wurde etwas gebacken, an andere weitergegeben. Ich will das kurz erklären. Man hatte eine Hefekultur, die hatte man zunächst mal genährt, bis er eine bestimmte Größe und Stärke hatte. Dann wurde die Hefekultur in drei Teile getan. Von dem einen Teil hat man für sich selbst einen Kuchen gebacken, zum eigenen Freude und zum eigenen Genuss. Den zweiten Teil hat man genommen und jemand anders gegeben und sagt, hier möchte ich mit dir teilen, kannst du für dich etwas Gutes draus machen. Und die andere Person hat das dann wachsen lassen. Wenn man natürlich innerhalb von 3 Wochen 4 Hermanns bekam, dann war das irgendwo zum Hals raushängend. Ich hoffe, dass im Glauben nicht so passiert. Aber das zweite gebe ich weiter und das dritte lasse ich neu wachsen, damit ich später wieder weitergeben kann. Ist dieses Prinzip, Hermann, ich brauche was für mich, ich gebe was an dich und ich lasse neu wachsen, damit wir es wieder teilen können, ist das nicht eigentlich genau wie Glaube wachsen und sich weiter vermehren und weiter teilen kann. Uns kam das so als Beispiel und das wollte ich an Schluss setzen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus